Wir starten ein neues Let's Play mit euch zusammen. Wir beginnen New Beginning. Ein wunderschönes Spiel, wieder aus dem Hause der Dalek. Und da uns ja der kleine Hase schon so gut gefallen hat, dachten wir uns, fangen wir jetzt mal mit dem anderen wunderschönen Spiel an. Ja. A New Beginning quasi. Genau. Ein neuer Anfang. Und wenn ihr euch das Spiel kauft übrigens, kriegt ihr auch den Original-Soundtrack gleich wieder mit dazu. Und wir starten jetzt einfach mal ein neues Spiel. Wir hatten es schon mal angespielt vor einiger Zeit, da kam dann aber der Hase raus, also The Night of the Rabbit. Und da mussten wir natürlich unterbrechen und den Hasen spielen. Hast du die Uhr im Blick, Gefreiter? 300 Sekunden und kein Spielraum. Und vergiss nicht, schau niemals direkt in die Sonne. Bist du bereit? Was? Noch 280 Sekunden. Verdammt! Mein Messgerät scheint defekt zu sein. Nein, ich fürchte, es ist vollkommen in Ordnung. Nur noch 240 Sekunden. Wir haben gerade Nachricht von Antarktika, Machu Picchu und Ostozeanien erhalten. Die Messungen ihrer Windscouts stimmen mit den unseren überein. Wir rechnen mit einer Sonneneruption innerhalb der nächsten 2 Wochen, vergleichbar mit der Oswald-Eruption von 2113. Wir wissen alle, dass das Erdmagnetfeld nicht mehr in der Lage ist, uns vor einer Eruption diesen Ausmaßes zu schützen. Unsere Zeit ist abgelaufen. Es ist noch nicht zu spät, Quaddy. Wir haben immer noch eine Chance. Was ist mit dem Phönixplan? Wir könnten entkommen. Der Phönixplan ist kein Evakuierungsplan, Hardy. Im Gegenteil. Doch Salvador hat recht. Eine Manipulation ist unsere letzte Chance. Wovon reden die? Ist die Sicherheit unserer Piloten inzwischen gewährleistet? Nigel, in 2 Wochen erwartet alles Leben auf der Erde der sichere Tod. Ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Es wird Zeit, dass wir endlich den letzten Schritt wagen. Den Schritt zurück. In die Vergangenheit. Zurück in die Vergangenheit. Teil 1 bis 3. Da war doch gleich die Musik kurz weg. Ah, verflucht. Nicht schon wieder. Ich hoffe, ich habe noch genügend Ersatzteile. Es hört einfach nicht auf, was? Dann wollen wir mal sehen, was mit dem Ding nicht stimmt. Steuerung ist, glaube ich, klar. Beim letzten Mal hatten wir Probleme gehabt, es ein bisschen rauszufinden. Ich glaube, ich weiß noch so ungefähr, wie es ging. Weißt du es noch? Ich glaube, ich weiß noch, wie es ging. Es war nämlich irgendwie klicken und dann gedrückt halten die in den Maustaste und dann konnte man wechseln. Okay. Genau. So, wir müssen also den Generator irgendwie starten, ne? Schon mal nicht so gut funktioniert. Klingt so, als wäre es der Motor. So, also, ja, ich kann schon. Um es kurz zu machen, die Menschheit hat verkackt. So, wieder drastisch. Die Erde wird untergehen. Ich meine, nichts Neues für uns, aber... Mein Fogger. Oh, sorry. Mein Fogger.
Klingt fast ein bisschen anrüchig. Und wir sind jetzt zurück in die Vergangenheit gereist? Nee, noch nicht. Du greifst ja schon vor. Noch nicht? Ach so, nee. Du greifst ja schon vor. Den Generator starten. Genau. Nein, also wir steigen jetzt ein mit dem Professor. Ich habe den Namen vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Es geht ihm nicht so gut. Genau. Auch der Vogel. Wir gucken mal den Vogel an. Er frisst die Schädlinge im Holz. Leider nicht schnell genug. Naja. Im Sommer hat Meta oft allein unter dem Baum gesessen und gelesen. Schade, dass ich ihn fällen muss. Der Winter wird kalt. Ja, ja. Das macht mein Rücken nie im Leben mit. Kannst du mal auf ihn gehen? Nee, konnte ich leider nicht. Also, ich dachte wegen dem Lahmbruch. Nee. Okay. Ja, und wie man sieht, wohnen wir in dieser wunderschönen Holzhütte am Fluss, der sehr hübsch ausgestattet ist hier. Jo. Achso, die Steuerung muss ich mir jetzt erstmal wieder gewöhnen. Die Angel war ein Vorschlag von Dr. Angust. Das ist sehr meditativ, Bent. Da kommst du mal zur Ruhe. Bent. Seitdem sitze ich jeden Morgen am Ufer und glotze apathisch ins Wasser. Er ist mir sympathisch. Nein. Die Angel ist nicht die Lösung meiner Probleme. Oh, auch wenn Dr. Angust etwas anderes behauptet. Wie war denn das? Wir brauchten ja irgend so einen Keilriemen oder sowas, ne? Erstmal gucken wir uns im Haus umsehen. Für den Fogger. Für den Fogger. Und ich weiß auch schon, was wir brauchen. Was ist das, ne? Ich weiß, dass bei einem Bild es was gab. Ach ja. Also das, wie gesagt, manchmal hatten wir alles... bekomme ich Besuch von Dr. Angust. Deswegen der zweite Stuhl. Schon mal aufgenommen. Genau, hat mir schon mal gespielt, aber ich glaube nur 2 Folgen oder sowas war das. Nicht, ne? Nicht lang. Und dann, wie konnte ich abbrechen? Genau, so war das. Dr. Angust war sowas wie sein Therapeut, ne? Oder wie? Genau, sein Psychologe, Psychiater, whatever. Das sind Selbsthilferatgeber, die mir Dr. Angust empfohlen hat. Ich frage mich, ob sie die selbst liest, bevor sie die weiterempfiehlt. Ach so, eine Sie. Das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Wie war denn das? Wir waren doch irgendwie Wissenschaftler oder sowas. Warte mal, ich habe ja hier die schicke Verpackung. Guck doch mal auf die Verpackung. Ich gebe dir die mal. Und während ja. ich hier weitersuche, kannst du ja gerade noch mal in den Klappentext reinlesen. Soll ich einfach mal vorlesen? Ich guck noch kurz hier den Fernseher an. Warte. Im Fernsehen läuft ja nur Schwachsinn. Das naja, wenigstens ist mein Kopf dann leer, wenn ich schlafen gehe. Dafür ist so ein Fernseher gut, das, ne? Das kann helfen. So, wir sind also ein ehemaliger Bioingenieur und leben abgeschieden in den tiefen Wäldern Norwegens. Als Leiter eines zukunftsweisenden Forschungsprojektes zur Erzeugung sauberer und erneuerbarer Energie waren wir kurz davor, unser Lebenswerk zu vollenden. Doch durch einen schweren Schicksalsschlag wurden wir dazu gezwungen, die Forschung an unseren Sohn zu übergeben. Ach, genau, das war das mit dem Sohn. Alles klar. So war das. Genau. Und weiter greife ich mal noch nicht vor. Das ist gut. Da erfahren wir das nämlich gleich noch. Ich gucke mich jetzt hier... Hallo? Mein Bett. Anfangs habe ich noch versucht, in Metas und meinem alten Bett zu schlafen. Dann bin ich aber nach unten in Duvis Koje umgezogen. Mein Sohn kümmert sich um mein Lebenswerk und ich schlafe in seinem Kinderbett. Genau, Duve war der Sohn und Meta war die Frau. War die Frau, genau. Und die komischen Namen kommen natürlich daher, dass wir in... Schweden? Norwegen? Was Norwegen war? Ich räume das morgen weg. Ja, komm. Der Abwasch kann auch mal warten. Wenn ich nicht zum Essen in die Stadt fahren würde, käme ich nie unter Leute. Ein voller Kühlschrank wäre da sozialer Selbstmord. Und ich finde, der hat sowas... Ah, so eine nette Art. Ein trauriger Anblick. Und daran merkt man schon, dass das Ganze eigentlich ein etwas ernsteres Spiel ist. Als Rabbit. Genau. Rapsöl. Bis vor wenigen Jahren hat es nur als Lampenöl gelangt. Heute benutzt man es auch für den Salat. Und um die schlechte Energiebilanz von Biotreibstoffen zu belegen. Ich glaube, wir müssen noch mal zum Fogger, um überhaupt zu wissen, was wir brauchen. Also ich habe es jetzt schon nehmen können. Ach, du hast es schon nehmen können. Ja. Ah, gut. Ich dachte, man muss es erst nur das Notwendigste. Freischalten, sozusagen. So, jetzt haben wir hier noch die Bar. Die gucke ich noch mal an. Oh. Und dann gucke ich mir die... Die Flaschen sind ja immer noch da. Wer sollte sie auch wegbringen? Immer die Bilder an. Und was man ja schon merkt, ist, dass er sehr depressiv wirkt. Ja, und das hat auch alles seinen Grund. Auf der Atlas 11. Wir dachten wirklich, die Zukunft der Welt ruhe auf unseren Schultern. Oh, kann ich schon. So, jetzt gucken wir uns mal die ganzen Personen hier an, die sein Team umfassen. Die stehen stellvertretend für das restliche Personal.
Inzwischen ist das Team so groß geworden, dass weder ich noch Barney wissen, wer eigentlich alles für uns arbeitet. Ich meine, für ihn arbeitet. Genau, Barney war sein Kollege irgendwie, ne? Das der ist da? Dieser hier. Offensichtlich kein Presseshooting. Sonst würde Barney hier ganz anders aussehen. Vielleicht ein Anzug? Also sein Vorgesetzter, würde ich mal sagen, ne? Dieser ja, Barney. Ja. Mach dir keine Sorgen, Lissa. Ich komme schon irgendwie zurecht. Kollegin, denke ich mal auch. Das sind wir selbst. Ich sehe müde aus, aber auch glücklich. Und das ist unser, das ist unser Sohnemann. Jetzt guck mal nicht so, Junge. Du darfst jetzt all die Sachen machen, die deinem Vater verboten wurden. Du bekommst das schon hin. Und ich finde, er sieht uns sehr, sehr ähnlich. Ich finde, der Schnauzbart steht ihm nicht. Absolut nicht. Huch. Was ist das? Da steckt doch was hinter dem Bild. Das sieht mir doch verdächtig nach... Na, sieh mal einer an. Ein Schlüssel. Hier habe ich ihn also versteckt. Ja, das hatte er vergessen anscheinend. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, ihn hier versteckt zu haben. War ich denn wirklich so betrunken? Aber wofür gilt er denn nochmal? Für den Keller, ne? Ich glaube, das war für den Keller. Das andere Bild konntest du aber auch noch angucken? Genau, das wollte ich auch noch tun. Unser Sonnenurlaub in Italien. Meta strahlt wie eh und je. Ich habe wahrscheinlich wieder nur die Rettung der Welt im Kopf. Ob wir glücklich geworden wären, wenn mir die Zukunft des Planeten egal gewesen wäre? Ja, man merkt schon, er hat sich wahrscheinlich etwas zu tief in seine Arbeit begraben. Aber ich finde, er hat eine sehr hübsche Frau gehabt. Es tut mir leid, Meta. Am Ende habe ich uns beide geopfert. Für eine Vision, die niemanden mehr interessiert. Das ist natürlich bitter, wenn man sein Leben für etwas opfert und dann... Selbst in Italien war ich in Gedanken bei der Algenforschung. Ich sehe es an meinen Augen. Ja, er sieht sehr abwesend aus. Ja. Das ist halt die Schwierigkeit, ne? So ein Balanceakt zwischen Arbeit und Beruf. Ja, vor allen Dingen, wenn Arbeit und Beruf, so wie für ihn, ja auch Berufung sind. Genau, das ist ja sein Lebenswerk. Das ist sein Lebenswerk. Aber trotzdem andererseits seine Frau, seine große Liebe und die dadurch zu verlieren, ja. Also das ist echt, da muss man sich, ne? Das ist schon ganz schön heftig. Wie komme ich denn jetzt nochmal hier runter? Einfach hinblicken. Ah ja, okay. Ich dachte, da würde jetzt auch so ein Fall kommen. Aber das finde ich schon ganz schön traurig und wie man ja merkt... Das gehört heutzutage leider dazu, wenn man so nah am Wasser lebt. Wie man merkt, geht ihm das auch ganz schön nah. Oh ja. Früher hätte ich das noch gemacht. Aber spätestens in einer Woche sieht es hier wieder genauso aus. Die reinste Sisyphos-Arbeit. Und immer früher. Genau. So richtig im Jetzt lebt er noch nicht. Gar nicht mehr. Das Boot hat auch schon einiges abgekriegt. Aber noch schwimmt es. Muss ja. Ich habe noch nicht gesagt, weil... noch nicht, ja. Weil ich habe Dr. Angus gesagt, dass ich Angeln unerträglich finde. Daraufhin hat sie mir die Reuse empfohlen. Ich frage mich nur, wer hier angeln möchte. Also angeln vielleicht, aber wer möchte denn dann... Na, da kann er ja auch rausschwimmen und... Wer möchte denn die Fische dann noch essen? Ich habe schon alles versucht. Aber ich kann mit diesem Ding einfach nichts anfangen. Ja, die Fische essen ist die andere Frage. Ja, das ist das, was mich, glaube ich, stören würde ansehen. Der Keller. Mausoleum eines gescheiterten Lebens. Und der einzige Ort, wo ich Ersatzteile für meinen Fogger finden könnte. Der ja kaputt ist, wie wir mitbekommen haben. Wie kam ich denn ins Inventar? Abgeschlossen. Der Plan war wohl, alles hinter mir zu lassen. Weiß nicht, dreh mal am Mausrad. Dreh ich, passiert nichts. Ah, das war die rechte Maustaste. Genau, Schlüssel und Pflanzenöl. Mann, wie lange war ich hier unten nicht mehr drin? Na, dann wird's ja Zeit, mein junger Freund. Aufi, Eini. Ja, und irgendwas scheint ja auch mit seinem Sohn nicht ganz zu stimmen. Mhm. Weil er ja recht, ich finde, ungehalten reagiert hat, als er das meinte von wegen, jetzt schläft er im Bett seines Sohnes. Also da fand ich ihn sehr... Ja, nicht so wie Vater hier liegt mein altes Leben begraben. Von seinem Sohn spricht. Naja, der Sohn ist auch nicht hier, ne? Ist ja auch so die Frage. Vergräbt sich jetzt der Sohn auch mit Arbeit? Nee, na, er hat ja gesagt, er ist jetzt hier und sein Sohn... Dann wollen wir mal sehen. Ja. Aber macht er das auch so wie der Vater? Wahrscheinlich doch nicht, oder? Wahrscheinlich so wie der auf dem Bild geguckt hat. So, können wir uns hier nochmal umschauen. Da war mal noch mehr Laborausrüstung drin. Das meiste hat Barney wieder zur Station zurückgebracht, damit ich nicht auf dumme Gedanken komme und weiterarbeite. Ja, und er hatte, also finde ich, vielleicht sowas wie ein Burnout. Kleines Spinnchen.
Hatte vielleicht sowas wie ein Burnout, ne? Und wurde das hier jetzt, ne? Band. Ja, Band, genau. Wir spielen ja Band. Und wurde deswegen halt dazu beordert, nicht mehr so viel zu arbeiten. Ja, deswegen auch die Psychologin. Deswegen auch die Psychologin. Ah, hey, da war ein Schraubenzieher drin. Dich nehme ich doch mal mit. Sehr gut. Schraubenzieher kann man immer gebrauchen. Wie viele Sommernächte ich hier unten saß und auf Algenzellen gestarrt habe. Habe ich wirklich mal geglaubt, ich könnte die Welt verändern? Was ich auch nochmal anmerken möchte, was mir persönlich wieder sehr gut gefällt, ist die Musik. Die Versuchung ist groß. Aber ich habe Barney und Dr. Angust versprochen, meinen Ruhestand zu genießen. Genießen, klar. Ach so, der ist schon im Ruhestand, der ist gar nicht aus. Ja, okay. Ich weiß nicht mehr genau. Aber trotzdem ohne Frau, ne? Ja. Als Meta gesehen hat, dass ich meine Akten mit in den Urlaub nehme, hat sie nur gelacht und gesagt, solange mein Büro zu Hause ist, kann ich wenigstens keine Affäre mit meiner Sekretärin anfangen. Vielleicht wäre es besser gewesen, sie hätte mich mal angeschrien, anstatt mich immer bei allem zu unterstützen. Ja gut, das kann natürlich auch sein. Es ist gut, dass auch nicht nur die Schuld bei sich sucht. Studien zur Photosynthese, Baupläne für Gewächshäuser, chemische Daten. Ich kenne sie alle auswendig. Schalter. Oh, ach, das ist nicht. Huch, das solltest du vielleicht wieder. Nee, Licht ist gut. Lattentür. Den kleinen Schuppen habe ich für Duwe und Meta gebaut. So waren mir ihre Sachen beim Arbeiten nicht im Weg. Ja, da verlierst du schon deine Familie. Fast schon egoistisch. Ja. War diese Spinne im Vordergrund. Ah, Duwes Fahrrad. Das alte Ding. Wie wir damit zusammen den Fjord runtergefahren sind, die Küste entlang, runter zum Meer. Die Atlas wurde damals gerade umgebaut. Und während ich auf meine neuen Aufgaben wartete, hatte ich alle Zeit, um dem Jungen ein guter Vater zu sein. Schon komisch, wie sich alles verändert. Guck dich ruhig weiter an. Ah, das Fahrrad nochmal. Duwes Fahrrad, das alte Ding. Wie wir damit zusammen den Fjord runtergefahren sind, die Küste entlang, runter zum Meer. Die Atlas wurde damals gerade umgebaut. Und während ich auf meine neuen Aufgaben wartete, hatte ich alle Zeit, um dem Jungen ein guter Vater zu sein. Schon komisch, wie sich alles verändert. Ach so, hatte ich das gerade schon angeguckt. Ups. Aber, Wie wir damit die Atlas... Kannst du da komisch. Reingehen oder so? Das ist wieder der Schalter, die Tür. Fahrradschlauch. Sein Hintern. Ein alter Fahrradschlauch. Nicht ohne das entsprechende Werkzeug. Ach so, habe ich nicht gerade... Warte mal, da war das, ne? Ja. Nur gut, dass wir das schon wussten mit dem Fahrradschlauch. Sonst wäre es jetzt, glaube ich, schwierig geworden, oder? Ja. Oh Gott, scheiße, Schrotten. Ja? Ben Svensson? Das ist mein Name. Warten Sie, ich komm schon. Svensson? Na, dann erzählen Sie mal. Genau. Was schleichen Sie hier rum? Sie haben mich ganz schön erschreckt. Das wollte ich nicht. Bist du Ben Svensson? Ja, schon, aber... Wie sie im Ruhekreuz dasteht. Ach, herrlich. Herrlich. Streck die Brüste raus. Ich kenne deine Arbeit. Das ist auch der Grund, warum ich dringend mit dir sprechen muss. Nichts ist so dringend, als dass man sich nicht vorher anmelden könnte. Worum geht's denn? Ich brauche deine Hilfe. Dann sind Sie hier falsch. Ich bin im Ruhestand. Es ist aber sehr, sehr wichtig. Es steht viel auf dem Spiel. Ja, gut. Aber lassen Sie mich zuerst meine Arbeit beenden. Ich lasse nur ungern Sachen unerledigt. Ja. Netter Aufzug. Kommen Sie vom Militär? Nein, ich bin von einer anderen Organisation. Ist das etwa Ihr Hubschrauber da drüben? Er gehört einem Freund, glaube ich. Ist wohl gestohlen, hä? Warten Sie bitte einen Augenblick, ich bin beschäftigt. Aber... Je schneller Sie mich an die Arbeit lassen, umso schneller habe ich Zeit für Sie.
So, jetzt haben wir also einen Fahrradschlauch und einen abgebrochenen Schraubenzieher. Wollen wir doch mal schauen? Voll unhöflich. Jetzt lässt er sie da einfach stehen. Eine komische Frau, die in einem Hubschrauber mit einer riesigen Satellitenschüssel arbeitet. Er macht sich auch gar keinen Plan drum. Null! Ich würde so fragen, Entschuldigung, wieso landen Sie hier? Was wollen Sie hier? Was machen Sie hier? Kann doch passieren, dass einer landet so, weißt du? Ja, also. Die ist zu. Kommt bei mir häufig vor, dass hinten bei uns im Garten ein Hubschrauber landet. Ja, also. Hast du schon ein Kreuz auf dem Boden gemalt? Was? Jedes zweite Wochenende, du. Aha. Da haben wir ja das Problem. Der Keilriemen ist gerissen. Wo finde ich denn jetzt einen Ersatz? So, nun haben wir ja schon... Das wussten wir jetzt schon. Der ist hinüber. Ja, raus damit. Aber vielleicht lässt er sich noch reparieren. Können wir das hier lösen? Wobei wir sagen müssen, als wir das erste Mal gemacht haben. Oh, da haben wir uns ganz schön verzettelt. Ein alter Fahrradschlauch. Da haben wir... Kann ich das denn jetzt nochmal nehmen? Nee, das weiß nicht. Draufklicken einfach? Ah ja, gut. Mist, ja, da lang. Haben wir... Hey, Mini. Um die Schraube unten noch rum. Ah ja. Der Schlauch ist zu lang. Ja. Ich würde den gerne nehmen, aber... Die Schraube ist schon seit längerem locker. Die lässt sich auch nicht mehr richtig reindrehen. Oh, zumindest dachte ich, das ist super. Wie ging denn das? Doch, das war, glaube ich, so, aber... Herrje. Was passiert, was, wenn du drauf drückst? Also auf den Schlauch? Was kann ich denn es scheint zu klemmen. Das erklärt auch den kaputten Riemen. Ah, es klemmt. Okay, dann hauen wir doch mal Öl drauf, oder? Das ist ja total verrostet. Ja. So, das müsste funktionieren. Was denn für ein Schalter? Ich sehe hier keinen Schalter. Draußen meinst du? Nee. Ob du auf den Keilriemen drücken kannst. Scheint in Ordnung zu sein. Ach so, du meinst so? Ja. Kannst du den nochmal nehmen? Nee, so nicht nehmen. Mach mal auf die Schraube. Nee, also den Keilriemen. Nee, das kann nichts mehr zu gebrauchen. Weg damit. So, genau. Und jetzt konnte ich doch den hier. Das weiß ich nämlich nicht, dass mit dem irgendwas passt. Passt. Ach so, und jetzt darum. Und jetzt. Bam. Passt. Ach, so mäßig noch. So rumwartet, ey. Cool. Ich glaube, jetzt, wenn ich dran denke, das gedrückt zu halten. Ja, dann können wir mal versuchen, den Fogger so, zu starten. Jetzt aber. Kann mir mal einer erklären, was ein Fogger ist? Also für mich ist es sowas wie ein Generator. Verdammt! Jemand muss die Klappe festhalten, sonst springt der blöde Schraubenzieher wieder raus. Na, wen könnte man denn fragen? Weißt du, ob hier jemand in der Nähe ist? Haben wir ein Telefon im Haus? Ich bin mir nicht sicher, ich habe keins gesehen. Ich glaube, er lebt ziemlich abgeschieden. Dann gucken wir doch nochmal, ob ein Telefon eventuell ein Haus ist. Vielleicht können wir auch eine Brieftaube schicken. Wer ist das denn? Ob die uns vielleicht... Meinst du, dass die uns da helfen könnte? Ja, weiß ich, die will ja was von uns. Wir könnten ja mal fragen. Fremde Frau. Ansehen können wir die auch mal. Wir gucken die mal an. Die sieht bestimmt ganz nett aus. Sieht verstört aus. Außerdem trägt sie diese merkwürdige Uniform. Wer ist sie? Was will sie von mir? Na guck mal, er denkt doch nach. Vor allem wäre ein sehr eigentümliches Militär, oder? Diese sehr eigenwillige Uniform. Bauchfreie Kleidung. Na, bauchfrei ist es ja nicht. Sie hat ja was unten drunter, aber dieses sehr... Körperbetonte. Wie sie da steht. Kann ihr mal einer sagen? Ich könnte ihre Hilfe brauchen. Ist das wirklich wichtig? Ja. Ich habe nicht so viel Zeit. Wenn Sie wollen, dass ich Ihnen helfe. Ja, schon gut. Was muss ich tun? Kommen Sie einfach mit nach oben. Du musst die Klappe halten, Schätzchen. Und nicht so am Hohlkreuz. Halt einfach die Klappe. Da tut doch der Lendenwirbelsäule nicht gut. Das ist ihr vielleicht egal. Da wären wir. Hallo. Was ist das für eine Maschine? Der Fogger sorgt dafür, dass das Holz bis zum Winter gesund bleibt. So, ich brauche Sie jetzt hier vorne. Sie müssen die Klappe darunter drücken, während ich den Schalter hinten bediene. Nebelmaschine. Meinen Sie, Sie kriegen das hin? Na klar, von mir aus kann's losgehen. Na, vielleicht dann. Sowas wie ein Pestizidverstreuer. Ja, genau, sowas. Na, die sind doch schon ein Team, du. Ja, jetzt hält die das fest, jetzt hält die es die ganze Zeit fest, oder wie? Ja. Hey! Oh Gott, was? Der Vogel! Stopp! Aufhören! Beruhigen Sie sich doch. Das gehört so. Bist du verrückt? Schalt sofort die Maschine ab! Vögelchen! Hat sich ausgevögelt. Oh, ich kann ja mitfühlen. Oh.
Naja, das kommt leider vor. Nein, der Arme. Aber wenn man die Schädlinge loswerden will, gibt es keine Alternative. Und das Holz brauche ich zum Heizen. Finden Sie nicht lustig? Nee, im Gegenteil. Ihr seid so dumm. Na. Na super. Besuch von Madame Hypersensibel. Das sind die Hormone. Wir können da nichts für. Na, bei ihr ist es ja eher der Grund, warum sie da ist. Ja, ja. Ihr seht ja schon, das ist manchmal mit Zwischensequenzen im Comic-Stil. Finde ich super. Gefällt mir so gut. Nun warten Sie doch. Warten? Ist das etwa eure Standardantwort auf alle Probleme? Ja. Wie sie dem Vogel ein Grab gemacht hat, ist das nicht putzig. So, und ich denke, die Frage, woher diese junge Dame kommt und was sie denn hier sucht und von uns möchte, das klären wir in der nächsten Folge. Und wir würden uns freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.